Hallo lieber Days Gone Zocker, hier das nächste Horde-Video von mir. Diesmal kümmern wir uns um die Metolios Lava Höhle Horde. Ja, wir befinden uns hier mittlerweile in der dritten Region in Lost Lake, relativ im Norden hier über dem Camp, also über den beiden Seen hier, relativ im Norden. Zwei Horden hatte ich jetzt hier schon eliminiert und Videos zur Verfügung gestellt, die Westvier Horde und die Burly Lake Horde. Das ist jetzt hier die dritte Horde in der Region. Ja, ich werde hier wie immer einen relativ einfachen, also aus meiner Sicht relativ einfachen Lösungsweg hier zur Verfügung stellen. Ja, die Location hast du jetzt. Und jetzt werde ich dir hier einige Tipps und Tricks zur Vorgehensweise ganz einfach an die Hand geben, falls du hier Probleme hast, die Horde zu eliminieren. Ich denke, hier gerade in dem Höhlensystem bieten sich ganz einfach wieder Annäherungsbomben an. Ja, mein Plan hier vorab war ganz einfach, wenn die Horde mich hier gleich sieht, dass ich erstmal einen relativ guten Rückzugsort habe, wo hier schon viele Freaker durch die Annäherungsbomben ganz einfach eliminiert haben. Und dann werde ich mich ein Stückchen weiter hinten auch hier wieder im Gras verstecken und dann mit dem Attraktor arbeiten. Ja, also der Rückzugsort ist jetzt hier erstmal gesaved durch die Annäherungsbomben. Ja, also ist hier eine etwas größere Horde, so im Medium-Bereich würde ich sagen, sind schon einige Freaker mehr aus meiner Sicht als in den ersten beiden Regionen, in Belnip und Cascade. Auch da habe ich hier die kompletten Horden schon im Video bereitgestellt, die Location und die Vorgehensweise. Na, hier siehst du, ist schon eine deutlich größere Horde jetzt verhältnismäßig, wird natürlich noch deutlich größere geben. Jetzt habe ich hier mit dem Attraktor gearbeitet und dann mit einer Splittergranate bzw. noch Molotow-Cocktails. Nachdem ich die Horde entdeckt habe, bin ich jetzt hier an meinen ganzen Annäherungsbomben vorbei. Ja, und habe mich dann hier etwas weiter hinten in dem Busch positioniert. Ja, durch die Detonation der Annäherungsbomben kann mich dann die Horde jetzt hier erstmal nicht mehr finden. Ich bin hier versteckt im Gras oder im Busch. Ja, die Horde rennt hier relativ orientierungslos aus der Höhle raus. Das war jetzt das Ziel. Zum einen, dass die Horde hier aus der Höhle rauskommt. Zum anderen, dass die Horde natürlich möglichst weit schon, ja, dezimiert ist. Jetzt habe ich hier mit einem Attraktor gearbeitet, nachdem die Horde raus ist. Und hier dann auch wieder mit einer Splittergranate. Ja, die Freaker können hier überhaupt nicht einschätzen, woher hier oder wo die ganze Musik spielt sozusagen. Ja, jetzt hier der dritte Attraktor, der zweite draußen, auch wieder die gleiche Vorgehensweise. Ich warte hier geduldig im Busch. Attraktor geschmissen, hat mir hier wunderbar die Horde positioniert, werfe jetzt hier die nächste Splittergranate und dann ist die Metolios Lava Höhle Horde auch Geschichte. Ja, also die Location hast du jetzt hier und eine sehr, sehr einfache Vorgehensweise aus meiner Sicht, falls du hier auf der Suche nach der Horde warst oder Probleme hier hattest, die Horde zu eliminieren. Das war's auch schon von mir. Für weitere Videos abonniere doch bitte meinen Kanal. Würde ich mich riesig drüber freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis bald und tschüss.